So, und dann diese zwei noch. Da haben wir das auch. Was kommt hervor? Lötkolben. Wow, das war jetzt aber ein Effekt und Ultra. So, nicht wieder das Rätsel. Schade. Ich habe den Hinweis bereits gesehen. Ja, das ist wieder die Frage, wo. Ich muss ja schauen hier. Oh ja, ich sollte wieder mal vorlesen gleich. Aber wir machen jetzt das noch schnell. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade dran gedacht habe. Ja, ich kann auch diese öffnen. Und ach so, hier hat es auch einen Code, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah. Weiter weiß ich nicht. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo war die 7? Sechs, sieben, acht, neun. Umgekehrt. Hä? Eben nicht so. Noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stimmt denn hier die Reihenfolge nicht, oder was? Oder ist die Reihenfolge so, oder irgendwie? Ah, so ging's. Okay. Da war ich jetzt aber selbst überrascht, ehrlich gesagt. Das war nämlich so, so und so. Alles hintereinander. Modellstück. Okay. Jetzt muss ich schnell vorlesen hier. Die Medizin hat gewirkt und William geht es viel besser. Er hat eine Skizze von dem Gerät angefertigt. Damit es Hugo ausschaltet, brauchen wir seine Medaillon sowie einige Komponenten aus einer Werkstatt in Chinatown, wo Williams Freund arbeitet. Der soll ein misstrauischer Typ sein. Ich muss als Zeichen eine bestimmte Glocke mitnehmen. Kleiner Helfer. In Chinatown bin ich einem kleinen Jungen über den Weg gelaufen. Ja, über den Weg. Sein Vater hat sich wohl verletzt und er will ihm eine Origami-Figur basteln. Er hat mich gebeten, ihm etwas buntes Papier zu bringen. Zu so einem niedlichen Knirps kann ich natürlich nicht Nein sagen. Benötigte Komponenten. Der verletzte Vater ist der Freund, von dem William sprach. Er hat mir einige der nötigen Werkzeuge und Komponenten gegeben, aber leider hatte er nicht alles zur Hand. Leider, leider. So, haben wir hier noch was gehabt? Gerade nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Neben der Werkstatt. Die Amsel ist immer noch da. Ah, Getreidekörner.
Sie kommt runter. Oh, einfach so. Wasserhahngriff. Aha. So, irgendwo muss da auch noch was sein. Glaube ich. Also ich glaube es, aber ich sehe auch nichts. Ah, doch, hier. So. Wasserhahngriff. Hier natürlich. Ja. Und morgen kommt Frost und es gefriert, oder was? Ja, und jetzt da oben, oder was? Ah, eine Schippe. Und ein Tier. Wow, nur noch ein Tier. Alter. Wir sind so kurz bevor. Hier muss noch ein sein. Eins und hier. Okay, haben wir. Es geht gleich noch im Keller nachschauen. Da muss auch noch irgendetwas sein. Der Gruselkeller hier. Hier war es doch irgendwo. Oder nicht? Doch, hier. So. Das haben wir alles. Die Krankenstation weiß ich immer noch nicht. Laboreingang. Da. So. Ja, gehen wir ins Labor rein. Ich weiß zwar auch nicht, wo der andere Profi hin ist. Schaltplatte haben wir immer noch nicht. Aber eben der Grammophonkurbel. Ah, hier draußen. Okay. Ist natürlich eingesetzt. Da fehlt ein Draht immer noch. Okay, gehen wir mal zu der Straße. Was hatten wir denn da noch? Ah, etwas vergraben. Mit der Schippe machen wir das weg. Ich brauche eine Art Modell von Teslas Gebäude. Modellstück geht natürlich nicht. Ah. Es fehlt noch was. Okay. Wir haben es noch nicht ganz. Es fehlt noch ein Teil im Modellstück. Hier. Schlauchdraht oder was? Gut, kommt drauf an, was es hier noch gibt. Aber ich sehe hier nichts. Nur der Brunnen. Ah, nee, das ist ja auch noch. Die Notiz weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, es ist scheiße hier. Wir gehen mal in die Krankenstation. Was hat denn hier? Ah, ja. Das da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo ist die 4? Das Pinke? Ne, 1, 2, 3, 4. Da geht's auf! Ein Stethoskop. Aha. So, und jetzt wirklich der letzte Check. Wo hier dieses Scheißding ist, das man einfach nicht findet.
Nein, es ist einfach nicht da. Boah, das würde ich jetzt gerne irgendwo nachsehen, wo das ist. Aber ne. Ne, ich sehe es nicht. Keine Ahnung wo. Okay, beim Turm hat's noch was. Schön schauen. Das Nest ist es nicht, auf jeden Fall. Da, so. 30 von 35, nicht schlecht. Im Labor drin ist auch noch was. Das da, so. Das haben wir jetzt schnell gesehen. Da muss auch noch was sein. Ich frische das gerne auf, denn ich möchte möglichst alle finden. Dann seht ihr natürlich auch alle im Keller. Ja, bin ich gerade überfragt. Ne. Drehe die Knöpfe, um die richtige Kombination einzugeben. Wenn sich ein Knopf in die richtige Position befindet, hörst du ein Klicken. Aha. Das war ja easy. Modellstück. Das war alles. Ja, wo kommt denn das jetzt hin? Nirgends. Na super. So, gehen wir wieder nach oben da. Es ist nur noch das da. Ah, hier war was, das da. Haben wir alle hier? Ja. Nur noch das in der Krankenstation, das ich echt nicht sehe. Also ich übersehe da irgendwo was. In dem Eimer liegt etwas, aber ohne eine Kurbel kann ich ihn nicht hochziehen. Ja, ich habe aber keine Kurbel, leider. Und in den Wald komme ich auch nicht. Denn da brauche ich ja eine Karte. Und die Karte, die habe ich einfach nicht. Da kommen nämlich noch zwei Maps, zwei Karten nachher. Aber wie soll ich denn da hineinkommen? Okay, aktiviere mal einen Tipp. Ah, jetzt geht's. Alter, Alter, mach mich das wieder rasen. Vorher ging's nicht. Man kann's nur einseitig kombinieren, anders nicht. Du hast alle Dias gefunden und so 20 Level eines zusätzlichen Minispiels freigeschaltet. Du findest sie im Bonusinhalt. Boah, da freue ich mich ja richtig drauf. Man hat mir meine Experimente wieder verboten. Ich weiß, dass sie gefährlich sind und die Versuchsobjekte nicht unbedingt überleben, aber es könnte ein echter Durchbruch sein. Meine Resultate könnten unser bisheriges Konzept von der Natur der Materie komplett auf den Kopf stellen. Aber nein, ist ja mit Risiko verbunden. Aber ich werde nicht aufgeben und in meinem Geheimlabor weiterforschen. Ich werde eine Karte zeichnen, damit ich mich später nicht verlaufe. Ja, jetzt würde ich aber gerne die Karte sehen. Teslas Tagebuch. Ich habe Teslas Tagebuch gefunden. Darin steht eine Menge über gefährliche Experimente, die er in einem geheimen Labor durchgeführt hat. Ich muss herausfinden, wo dieses Labor ist. Vielleicht befindet sich dort etwas, was mir hilft, Hugo einzufangen. Wir kennen ja den Weg dahin. Beim Labor schauen. Ah ja, die Platte habe ich ja jetzt.